Der Mindestlohn in der Gastronomie. Il salario minimo in gastronomia. In questo filmato ad Alex Vai vengono rivolte delle domande inerenti al lavoro in gastronomia. Alcune di queste domande sono: ci sono delle eccezioni sul salario minimo? La legge sul salario minimo si applica anche per una famiglia? Possono essere detratti vitto e alloggio? Ascoltate con attenzione l'intervista. Hi, ich bin Alex Vahi, Fernsehkoch und Gastro-Experte von GastroHero. Der Mindestlohn sorgt bei Gastronomen für viel Kopfschmerzen und genau aus diesem Grunde haben wir für euch jetzt die wichtigsten Dinge zusammengetragen. Ja, es gibt Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn. Zu diesen Gruppen gehören Kinder, Auszubildende, Ehrenamtliche, Langzeitarbeitslose, Praktikanten und Saisonarbeiter. Nein, ganz klipp und klar nein. Hier macht der Gesetzgeber keine Ausnahme. Auch freiwillig darf der Mindestlohn nicht unterschritten werden. Ja, wenn ein Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis besteht. Was allerdings sehr interessant ist, dass ihr seit dem 01.08.2015 für diese keine Arbeitsstunden mehr aufzeichnen müsst. Das Mindestlohngesetz gilt bis auf die bereits genannten Ausnahmen für alle Arbeitnehmer, also auch für Flüchtlinge. Ja, wenn eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffen wurde, folgende Höchstgrenzen: einmal die Verpflegung in Höhe von 229 Euro und die Unterkunft in Höhe von 223 Euro. Das Trinkgeld ist keine vom Arbeitgeber geleistete Entlohnung an den Arbeitnehmer. Das heißt, unter keinen Umständen darf das Trinkgeld vom Mindestlohn abgezogen werden. Die gesetzlichen Regelungen zur Nachtarbeit sind ein wenig komplexer. Im Kern allerdings kann man sagen, dass Arbeitnehmer, die mindestens 48 Tage im Jahr oder regelmäßig in Wechselschichten arbeiten, Anspruch auf extra Vergütung haben.